Ja Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Wir sind wieder in Hamburg, wo auch sonst. Eigentlich wollte ich heute ein Reaction-Video drehen, aber dann dachte ich mir so, Moment mal. Wir haben ja noch was Schönes für die 300er Husky. Und zwar, ich hole das mal eben hervor. Wir warten alle schon lange drauf. Ihr wartet schon lange drauf. Boah, ein ganzer Karton hier voll. So, also wir haben einmal ein komplettes Plastik-Kit in schwarz, also wirklich mit allem. Heckteil, dann hier Gabel, Schoner, Seitenteile, enorm wie groß die sind. Das ist Tankverkleidung, Fender und natürlich ganz wichtig nochmal die Lampenmaske in schwarz. Zusätzlich natürlich nochmal hier Lenkeraufnahme, weil die ist aktuell silber und die finde ich in schwarz eigentlich ganz geil. Und, das haben wir euch ja schon gezeigt, das ist echt lange her, aber es ist nicht vergessen. Badaboom, das Dekor. Und jetzt noch, wir haben so viel heute, was wir machen können, eine wunderschöne Sitzbank, und zwar in schwarz. Die haben wir gerade abgeholt, und zwar bei Weitgehend Gar. Das ist ein richtig, richtig korrekter Sattler. Das ist jetzt eigentlich nur ein Sitzbankbezug, ja, also gar nichts Besonderes. Aber wir haben dann gedacht, was können wir denn noch machen? Was können wir noch Schönes machen? Hier kommt ja einfach nur die schwarze Sitzbank drauf. Aber bei der 350er, ihr kennt ja alle die Hartz-IV-Sitzbank, da kommt was richtig, richtig Geiles drauf. Nächste Woche holen wir das schöne Stück ab. Dann werdet ihr das mal begutachten. Ihr lernt Alex kennen von Weitgehend Gar. Absolut geiler Typ. Ja, aber so viel erstmal dazu. Die montieren wir jetzt direkt. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns heute um das Dekor. Jetzt nur, um demonstrativ mal zu zeigen, wie geil eine schwarze Sitzbank aussieht. Oder, Sören, was sagst du? Sieht heftig aus. Viel besser als vorher. Klar, wir haben jetzt noch einen blauen Part, das ist der FMF, aber das muss halt einfach sein, das sieht geil aus. Das ist schon echt schick. Ich würde sagen, wir widmen uns jetzt hier dem ekelhaften Part, ja, dem anstrengenden Part. Ich breite das nochmal eben aus. Wir haben hier wirklich so viele Parts. Guck mal, drei Folien voll mit Dekomaterial. Diese ganzen Dinger hier muss ich jetzt voll machen. Gut, ich klebe das jetzt voll, Leute. Ja, das wird echt pain in the ass. Es ist draußen 35 Grad. Ich schwitze mir jetzt schon wirklich die Seele vom Leibe. Aber ich mache das jetzt, ich habe da Bock drauf. Und dann gleich, wenn alles fertig beklebt ist, dann bringen wir Step by Step die Verkleidung an. Aber teasern dann nur ein bisschen. Denn dann gibt es noch einen schönen, schmackigen Bike-Porn, oder? Ziemlich gut. Ja? Let's go. 2 Stunden später. So Leute, es ist vollbracht. Ich habe das Dekor endlich fertig aufgeklebt. Ich glaube, ich habe jetzt 2 oder 3 Stunden dafür gebraucht. Also ein bisschen länger als gedacht, aber ich war alleine. Sören ist jetzt gerade mit dem lieben Leon unterwegs. Da wird was Geheimes gefilmt. Was das genau sein wird, das werdet ihr die Tage auf seinem Kanal sehen. Auf jeden Fall was ganz anderes. Mal fernab vom Motorrädern. Würde euch auf jeden Fall gefallen. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal auf das Dekor. Ich werde euch das Dekor im nicht montierten Zustand erstmal zeigen, denn gleich gibt es noch einen Bike-Pond im montierten Zustand und es sieht, ach, sieht jetzt schon so geil aus. Ich zeige euch das jetzt einfach, es ist so pornös. So, schaut mal hier, also Seitenteil, Heckteil. Boah, es ist so geil, ich liebe das. Vor allem wieder in matt, das ist einfach schön. Und hier der Frontfender, den mache ich natürlich auch noch dran. Dann haben wir hier für die schönen Schwingenschoner-Aufkleber, das kommt dann hier drauf. Und ich würde sagen, ich montiere das jetzt alles, ich hau die weißen Plastiks runter und dann gibt es für euch jetzt exklusiv als absolute Premiere den geilsten T300 Bike Porn, den ihr jemals gesehen habt. Viel Spaß und ab dafür.
Leute, das war's mit dem Bikepond. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Es ist so geil. Schaut euch mal den Himmel hier hinten an. Absolut, absolut perfektes Wetter. Ich hatte ein bisschen Bedenken, dass ich den nicht mehr erwische, dass es schon zu dunkel ist. Ich habe das Deko noch dran geklebt, ich habe es dran gebaut und ich hatte echt nicht viel Zeit dafür. Aber ich bin super zufrieden mit dem Endergebnis. Grüße gehen raus an der Stelle an Rush Racing. Von dem wurde das ganze Design hier angefertigt und natürlich an DCC. Die Jungs haben da wieder ganze Arbeit geleistet beim Druck. Phänomenal geil, phänomenal geil. Ich bin ein bisschen sprachlos und freue mich schon, wenn ich das ganze Ding dann im Offroad bewegen kann. Schreibt mir eure Meinung bitte unten in die Kommentare und ja, ich würde sagen, das war's jetzt auch. Ich chill mich jetzt ganz gemütlich an die Elbe. Ah, Freunde, und verabschiede mich. Ja. Wie immer, checkt den Merch ab und das Allerwichtigste, geht steil! Rup.